Hübscher. Oh, zurück zu Final Fantasy 15. Wir haben anscheinend einen Bosskampf getriggert. Viel hat sie nicht mehr. Macht denn die? Ja, die Probleme habe ich nicht vorausgesehen. War nett, euch zu kennen, Leute. Wo ist denn die? Boah, Alter. Sag mal, ich bin permanent im Arsch. Heiltrank. Wahnsinn. Ich konnte. Bam. Überlegt. Oh. Okay, anscheinend Bosskampf. Erledigt. Wie bitte? Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Na dann, bis zum nächsten Mal, mein süßer Prinz. Okay.
zum Teufel war das? Kugelsicherer Anzug, okay. Hoffentlich geht's Iris gut. Keine Sorge, bestimmt. Lassen wir sie nicht länger warten. Okay. Wenn euch die Folge dann ein bisschen gefällt, würde ich mich zum Schluss natürlich wie immer über ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Genau. So, dann würde ich sagen, ab zu Iris. Schauen, was die zu sagen hat. Seid ihr ja? Habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Hallo? Was willst du denn da? Haben wir ja nicht viel gekriegt. Wir speichern auf jeden Fall alle Fotos. Schon wieder, Gentiana? Hast recht. War sie dabei? Diesmal weiß ich aber 100 pro, dass Gentiana nicht da war. Also. Schöner Morgen. Na? Oh. Okay, zum Cup Kim begeben. Hey. Morgen! Yep, lass uns sie fahren. Okay, fahren wir los? Ja. Okay, auf geht's. Und ich sehe gerade, wir müssen schauen, dass wir unseren Schokobo-Mietvertrag wieder verlängern. Wir haben bloß noch einen Tag. Wäre nicht so geil, wenn die weg wären. Ich fühle mich verarscht. Wir können von Glück reden, dass sie von selbst abgezogen ist. Ja, gegen die war Loki ein Klacks. Allerdings hat Kur damals mit uns gekämpft. Meinst du, mit ihm zusammen hätten wir gewonnen? Sicher war das nicht unsere letzte Begegnung mit ihr. Das glaube ich auch nicht. Kilometer noch. Sieht vielversprechend aus. Los, lasst uns mal reinschauen. Was? Wenn es stimmt, was man sich über den Malmal am Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Was, unterwegs am Malmal am Wald halten? Hä? Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Ich weiß es nicht. Ja, machen wir nochmal. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir es doch gleich mit, würde ich sagen. Erforschung des Malmal. Ein Wald? Malmalam-Wald. Sind voller wilder Tiere, wetten? Du meinst wohl, voll mit Beute zum Jagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Ja, nach Spaß. Sind wir da? Schauen, was wir machen müssen. Wo sind wir denn überhaupt?
Okay, wir sind eh nicht weit weg. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Schauen wir, was wir machen müssen. Oh, übrigens. Während ihr weg wart, ist hier ein Chocobo mit Reiter vorbeigetrabt. Sagt mal, seid ihr schon mal auf Chocobos geritten? Das sah total spaßig aus. Hey, probier's doch aus. Noct, ruft der Dame einen Vogel. Ja, super, ich hab uns noch... Ja, machen wir das doch mal. Chocobo rufen. Also dann? Ist jetzt auch einer nicht? Oh, guck mal hier. Ein pinken. Wir müssen auf jeden Fall verlängern dann. Lagerstelle. Ah, die nehmen wir doch gerne mal mit. Wollen wir hier campen? Nee. Ah, dann rasten wir halt schnell, komm. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Okay, ich helfe dir. Können wir auf jeden Fall wieder Bufffood nehmen. Unsere Statuswerte ein bisschen aufpumpen. Also was machen wir denn Schönes? Hier machen wir hier mal Rührei mit Krebsfleisch. Super, jetzt sind unsere Schokobos weg. Ich flipp aus. Wir haben hier bloß noch einen Tag. Jetzt müssten sie weg sein. So ein Schmarrn. Okay, weiter. Das bin ja ich auf dem Foto. Schönes ja, Foto, super. Oder? Ja, du könntest später echt mal professioneller Foto... Wir haben keinen Schokobo mehr, Leute. Normalerweise haben wir keins mehr. Doch, wir haben es doch noch einen Tag. Los, gehen wir. Auf geht's. Los, Kleiner. Ich muss unbedingt schauen, dass ich das wieder erweitern kann hier. Gehen wir runter. Danke. Was ist hier noch? Können wir das mitnehmen? Bis absorbieren. Bald, Kleiner. Okay. Dann ist auch eine Eisquelle. Okay, sind eigentlich eh schon fast voll. Also, wir haben nicht viel verbraucht, muss ich sagen. Aber ich muss... Jetzt würde ich sagen, erforschen wir mal den Wald. Go, go, go! Nein, geh doch mal weg hier. Muss befreiend sein. Nacht! Komm! Komm ich denn da rüber? Ich will dir nicht die Schau. Das ist wieder eine Brücke, gell? Gehen wir mal an der Brücke rauf. Schauen wir mal, ob wir hier rüberkommen und dann da hochrennen. Da sind ja so komische Viecher. Nachher eine kleine Pause? Du sagst es. Kommen gleich die Wälder hier durch? Schaut gut aus, würde ich sagen. Sparen wir uns noch ein bisschen Zeit, wenn wir den ganzen Weg da entlang rennen. Yeah!
die lassen wir jetzt mal aus. Die Jagdsaison ist eröffnet! Da ist ein Eingang für ein Dungeon. Da müssen wir jetzt aber gar nicht hin, denke ich, oder? Malheimwald Dungeon, ja, voll mal. Okay, da müssen wir anscheinend noch da rein. Okay, dann gehen wir doch da mal rein. Aber wir müssen wir eigentlich da hoch, oder? Nee, okay, wir müssen da rein. Auf ins Dungeon. Kleiner Spaziergang? Ja. Wir müssen wach sein. Hatten wir Wer weiß, was ich Iris ist das? Ich denke schon, man hat hier so wenig Energie. Wirklich? Schon wieder? Gegen was hören und sehen vergehen. Stufe 32 sind eigentlich schon. Da wären wir also. Hey! Lass den Quatsch! Das war keine Absicht! Hier! Besten Dank! Okay, die hält mich anscheinend. Wow, seid ihr alle stark! Echt? Hallo? Bin kein großer Fan von Wäldern. Jetzt muss ich erstmal schauen, Aufgabe. Stufe 35 ist es eigentlich. Ich glaube, das ist viel zu hart für uns. In der Stufe 30. So viele Käfer und so. Sollen wir die auch erledigen? Du bist so ein Nerd. Was denn? Stufenaufstieg ist echt! Aber wir kriegen vielleicht ein bisschen mehr EP dann hier. Ja. Ich weiß halt nicht, ob da irgendwie so ein Boss kommt oder sowas. Leg los, Konto! Ade! Das nenne ich kurzen Prozess. Ah, die geben aber gut EP, muss ich sagen. Okay, ich weiß ja nicht, ob hier jetzt hier ein Boss kommt. Wenn dann natürlich der Boss natürlich Stufe 35 ist oder so, wird es wahrscheinlich eng werden. Schon was gefunden? Sei doch mal still. Ja, wissen? Gerade erst hier. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 37. Das Versuch gefälligst. Okay. Nimm das! Komm du! Roger! Kann die ja nicht machen. Los! Sonst hätte er den Verstand verloren. Okay, ich habe jetzt. Ich bin jetzt gerade mit dem Zauber belegt. Nimm das hier. Ah, sie hält aber. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr cool. Die Mietzeit ist abgelaufen. Schokobo kehrt zum Schokobo. Verleiht zurück. Okay. Alles in Ordnung bei dir? Klar. Schließlich habt ihr mich beschützt. Okay, ich muss dann irgendwie schauen, dass ich dann später wieder Schokobos mieten kann. Hey. Hört ihr das Plätschern? Ja, könnte ein Fluss sein. Klasse! Im Fluss gibt's bestimmt Fische. Boah, dein Angelfimmel. Dafür haben wir keine Zeit. Kann ich doch nicht vorbeirennen? Leute, das übernehmt ihr besser. Großartig. Hab noch nie so große Tiere gesehen. Wie sollen wir das angehen? Mit Vorsicht, wir dürfen keine... Boah. Danke. Ich bin immer noch hier belegt. Besten Dank!
Kann ich nichts machen. Was treibt er da? Ich bin durchgeführt. Das war beängstigend. Scheint, als hätte er den Verstand verloren. Zerschmettere dich! L2. So nicht. Stimmt ja, du hast Insekten. Mein Gott. Ja, ich kann sie nicht ausgehen. Ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen. Ich auch nicht. Bäh. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Oh. Oh, der ist 18. Oh, die sind auch nicht schlecht, die Dinger da. Wow, hey! Runenvorrat! Also, hier würde ich dir mein Zelt aufschlagen. Erst die Arbeit, hm? Hier könnten wir in Sicherheit rasten. Und was meinst du? Komm, wir gehen einfach weiter. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Seid vorsichtig, Jungs! Okay. Gehen einfach weiter. Passt auf, dass euch die Strömung nicht umreißt. Ich wäre fast ausgerutscht. Schon wieder, wie ist denn hier? Nicht lasten, Leute. Lassen wir die Waffen. Nee, wir gehen jetzt einfach weiter. Ja, also. Wahrscheinlich kommen wir hier wieder nicht weiter, wir müssen die killen. Ja, wir kommen hier hoch wahrscheinlich. Ist das kalt? Das ist der Eisig! Bist du kein Freund der Schwamm? Seht mal, hier geht's weiter. Lassen wir die einfach mal. Die kommen jetzt mal hier nach. Wenn da vorne mal nichts auf uns lauert. Kommt. Ja, noch ist nichts in trockenen Tüchern. Okay, ich glaube, das ist der Endboss. Ha! Endlich wieder im Freien! Freu dich nicht zu früh. Jungs, da vorne! Wie bestellt! Der soll nur kommen! Los geht's! Oh. Bandersnatch. Wir schauen mal, was der für eine Schwäche hat. Boah, das dauert ganz schön lange. Stufe 38, den werden wir wohl nicht legen können. So, Speer, Feuer ist Resistenz gegen Blitz, wäre noch was. Weg.
könnte heikel werden. Ach nee. Ade! Ignis, hier! Vielen Dank. Boah, ey, das zwei Dinger, da bin ich down, ey. Jetzt nicht wiederbeleben, was ist da los? Danke. Noch eine Phönixfeder. Doch die Beschwörung, ich verstehe das nicht. Nimm das! Nimm das hier! Leute, gib nicht auf! Hast du überhaupt auf? Ja.
Katze. Komm, Baby. Knallen weg. Jugendschlag. Komm, Baby. Das war's. Das ist ja... Sieh doch noch. Oh, da ist ja unser Schatz. Oh. Heftig, Leute. Ich bin echt unglaublich. Dein Ego ist echt unglaublich. Ich find's unglaublich, dass wir noch leben. Jo, ich auch. So, das Grab der Königswaffe finden. Das kann ja bloß da vorne drin sein. Hervorragend. Okay, ich glaube, ohne die Beschwörung hätte ich es jetzt wahrscheinlich nicht gepackt. Königswaffe nie nehmen. Alles klar. Stab des Frommen. Dann hat sich die Plansche. Schauen wir uns doch gleich mal die Waffe an. Noctis. Stab des Frommen. 237. Okay. Ah ja, wenigstens gelohnt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo, Like oder Kommentar freuen. Und ansonsten, genau, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann wirklich dann mit der Hauptquest weiter klar Schiff. Genau, und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.